Und darin wird dann irgendwo das Buch sein oder der Kristall. Es wäre komisch, wenn beides am selben Ort wäre. Das heißt, eventuell gibt es noch einen schwierigeren Ort, wo dann der Kristall, der Kristall ist. Das Buch ist ja nur so eine Larifari-Quest, in Anführungszeichen. Der Kristall ist für das Orakel. Also, für den Hightech-Computer. Ja. Das wird noch schwieriger werden. Aber hey, sind alles Erfahrungspunkte? Ah, alles Geld. Kleine zuerst, kleine zuerst. Die ganzen Feuerbälle. Das sind nicht die Gegner, die das machen. Nee, das sind die Wände hier. So, kaputt. So, die drei Augen sollen jetzt noch sterben. Komm. Da ist auch ein kleiner bei. Der kleine könnte schnell sterben. Ja, kleiner ist tot. Oh, das sind mehr als drei. Irgendwas ist tot. Komm, 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 komm. Wenn die Zauberpunkte gleich alle sind, haben wir ein Problem, weil die fliegen oben. Ha, okay. Du musst angeschlagen sein. Ja, gut. Du. Weg. Genau, flieg runter. Das ist eine super Idee. Taktischer Rückzug, aber das ist der letzte, glaube ich. Ja. Respawn. Kommt ihr hinterher? Nee, gut. Schlafen, schlafen. Begegnung? Nein, Augen. Lauf, 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 lauf. Ganz da hinten hin. Nochmal schlafen. Gerugon blubbert vor sich hin. Ist okay. Du das, du das. Genau, die Augen müssen wir jetzt töten, damit wir hier in Ruhe schlafen können. Du mach bitte den da. Euch hauen wir im Nahkampf, damit wir für die Hauptgruppe da hinten mehr Zauberpunkte haben. Das hier ist zwar auch schon so ein etwas nervigeres Auge, aber das fliegt weit genug unten. Das war's? Okay. Also das war jetzt die Gruppe, die uns beim Schlafen gestört hat. Dann hatten wir noch welche hier draußen, die rausgeflogen sind. Da hinten. Oh, Moment mal. Das ist eine ganz andere Gruppe. Die lasse ich erstmal Gruppe sein. Ich will gucken, was hier drin ist, bevor ich da draußen noch weiter aufräume. So, jetzt schießen wir die Wände auf uns. Auge ist tot. Ja, ist echt nicht mehr viel, okay. Wir müssen aus dem Raum raus, der durchgehend Feuerbälle auf uns schießt. Gut. Du heil dein Irrsinn. Zugemauert. Okay. Andere Seite auch. Achso, und du heil bitte nochmal ihren Irrsinn. Und dann heilst du bitte beide Male Schwäche. Hier ist nicht zugemauert, hier ist einfach Ende. Also keine extra Textur. Hört sich gerade fast wie ein Ogre an. Also mein mein Nachdenken. Das sind Augen. Du sei mal so nett und befra. Oh, geht nicht mehr. Dann sei halt nicht nett. Ist okay. Hier ist ein Ausguck. Keine Schalter. Fackellichter haben wir an, oder? Oh, jetzt auf jeden Fall. Also keine Schalter. Da geht es im Bereich, wo wir noch nicht waren. Ja, das sieht wuselig aus. Oh, hallo Jungs. Wir hätten gerne ein Buch oder ein Kristall. Nix. Es sah auch so ein bisschen barackenartig hier aus. Das wird nicht wirklich wichtig. Hüps. Sein. Wow.
War das eine Falle? Stimmt eigentlich. Eventuell sind gar nicht die Augen, die das Debuff machen, sondern vielleicht ist es die Burg selber an bestimmten Stellen. Das wäre auch gemein. So, aber hier ist nichts. Warte mal, von da kommen wir her, okay. Hier rum. Knochenkäfig. Wir sind im Kerker. Wie es zu jeder Burg gehört. Das war wieder ein Debuff von der Burg. Ich glaube, die Burg mag es nicht, dass wir hier drin sind. Hier ist nichts. Komm schon, gib mir ein Buch. Du entfernen, du Prismenfeuer und Rest töten. Weg, 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 weg. So, du Gift heilen. Und diese liebe schöne Burg hier, wo wir uns jetzt ja doch schon seit einer Weile durchkämpfen, ist nur eine von vier Gegenden, wo wir die Kristalle finden müssen. Das ist Hardcore. Das ist wirklich abgefahren. So. Also wenn man das jetzt mit so einem Skyrim-Dungeon vergleicht oder so. So, kleinen Vieh zuerst, du weg. Wir sind gleich heilen. Komm schon. Du bist... Wahnsinnsauge. Schreckliches Auge auch weg. Wir scheinen jetzt so eine Art Alchemistenstube zu sein. So ein Eckturm quasi, wo ein verrückter Magier haust. Du, wir sind heim bei dir. Du, mach bitte ein Fackellicht. Dich kriegen wir hier im Nahkampf? Ja. Nahkampf, 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 du. Das dafür mehr Nahkampfschaden. Sehr gut. Lay, du. Irrsinnheim bei ihr. Ich würde gerne schlafen, aber ich glaube, hier ist das so wuselig, dass wir nirgendwo einen ordentlichen Schlafplatz finden. Hallo, Lich Lords. Aber hier sind wir richtig. Ich gehe mal ganz kurz in die Ecke. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Okay, ich wollte nur in die Ecke gehen und ein bisschen rasten. Nicht richtig schlafen, einfach nur rasten. Hier nicht. Aber hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Achso, der ganze Raum da hinten ist. Oh. Ich wollte eigentlich einen Wegpunkt setzen. Ah, gut. Schlafen, 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 schlafen. So. Du. Irrsinn heilen. Zu spät. Ist egal. Wir wollen eh einen Wegpunkt setzen. Also, wir laufen jetzt dahin, wo wir die ganzen Litsche gesehen haben. Machen dann neue Markierungen. Springen nach Sorpegal. Heilen uns. Spenden den eh schon viel zu reichen Priestern noch mehr Geld. So. Und springen wieder her. Und dann bringen wir das mal zu Ende. Du, Stadtportal, neues Sorpegal. Da rein. Können wir behilflich spenden, 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 spenden. Spenden, 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 spenden. Möge das Glück mit dir sein. Buffs müssten ja alle soweit noch okay sein, ne? Burg der Akmo. Nee, Schutzbuffs fehlen und das andere von dir fehlt. Das da. Und das da. So, dann zeigt mal, was hier genau vor sich geht. Also hier ist ein Raum. Irgendwas? Hey, wo kommt ihr denn her? Ich glaube, wir haben da gerade was gedrückt und dadurch sind die gespawnt. Du Fackellicht, du Stunde der Kraft. Moment mal, ja, das ist was Neues. Das ist ein zweiter Punkt. Dritter Punkt, ein vierter Punkt. Es werden immer mehr Punkte auf dem Boden, immer mehr Litsche.
Ja, yep, definitiv mehr Lecce. Mehr Schaden, den wir bekommen. Du. Kraftheilung. Du. Feuerring. Du. Schutz gegen alles. Du. Stunde der Kraft. Alles weg. Ja, die dispellen definitiv ein bisschen mehr. So, kaputt. Ja. Gut. Was? Du konntest nicht heilen? Du hast kein Dingenspunkt. Kein was? Genau, kein Quickzauber war das. So. Müssen wir echt jetzt nach Neusorpigal jedes Mal springen, um da zu schlafen? Welchen Monat haben wir inzwischen? 6. Juni. Wir könnten jetzt in den Sumpf der Verdammten und da Reaktionen lernen. Ich glaube, das mache ich sogar. Also wir heilen uns kurz hoch. Kostet ja nicht viel hier. Bringen den Sumpf der Verdammten, holen uns Reaktionen und machen dann demnächst wieder da weiter. Nur mal ganz kurz, damit sich unsere Helden davon erholen können, durchgehend gegen irgendwas zu kämpfen. Und sonst vergesse ich das eh mit dem, ne? Altarding. Also zurückspringen, nicht nach Burg Darkmoor, sondern dahin. Und hier war der Schrein wo? Ich glaube da. Also West, Südwest. Sagt man das so um? Ich glaube schon. Du bitte fliegen. Zack. Du kannst schon mal anfangen zu buffen, weil wir werden eh gleich wieder nach Darkmoor zurückgehen. Sobald ich das gemacht habe. So, so. Hm. Na, Harpien. Bitte nicht. Da sind Harpien. Ja gut. Werden wir halt verflucht. Ich bin falsch abgebogen, oder? Yep. Du, den da. Hier. Kaputt, 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 kaputt. Wollen wir gerade auch. Egal, du betest einen Schrein an. Haben wir dich auch schon geholt oder haben wir jetzt schon einen anderen. Juni, Dienstag. Oder ändert sich das jedes Jahr? Das wäre komisch. Gut. Wir wollen. Weg hier. Du versuch. Sie zu entfluchen, obwohl du selber verflucht bist. Du versuch uns einfach nur hier wegzubringen. Danke. So, also das war komisch. Also ich werde es dann wieder notieren, dass wir den Altar also auch schon haben. Aber irgendwie kann ich es nicht glauben, dass ich schon so oft Glück hatte und dass alles richtig war. Wir könnten es natürlich auch einfach überprüfen. Wir verballern jetzt unsere Buffs, aber das ist nicht schlimm. Und gehen jetzt einfach nach Burg Ironfist. Gehen jetzt einfach nach Burg Ironfist. Fliegen. Zum Orakel, setzen uns da eh einen neuen Sprungpunkt. Und gucken, ob das Orakel dieses Jahr genau dasselbe sagt wie letztes Jahr. Dann müsst ihr nämlich sagen, Juni ist Reaktion. Und Reaktion ist im Sumpf der Verdammten. Ja, genau. Machst auch schon so eine abfällige Mundwinkelgeste. Du glaubst das auch nicht, ne? Du. Leuchtfeuer setzen. Hierhin. Pilgerfahrt. Es ist Juni, der Reaktionsmonat. Ja, also haben wir den schon. Juli wäre Glück, wobei ich noch nicht weiß, wo Glück ist. Weg, 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 weg. So, ein bisschen aufräumen hier. Das Orakel nicht so häufig gestört wird von den Bar-Anhängern. Und jetzt zurückspringen. Dein. Und instant debufft werden, ihr doofen.
Verdammt, Doms. So. Stunde der Kraft. Vielleicht hält es hier doch mal länger als 10 Sekunden. Pritzel und jetzt rein da.